Hallo, ich bin Norbert und begrüße euch hier zum sechsten Teil meiner Geschichte, die ich erzählen möchte. Willkommen zu meiner Reihe, wie das Leben einen so spielt, auf meinem YouTube-Kanal Better Day Video Entertainment. Zuallererst möchte ich mich bei meiner Familie, meinen Lieben, bei meinen Freunden und Kolleginnen und Kollegen und allen, denen die Geschichte zu Herzen geht, bedanken. Ich bedanke mich für die Anrufe, Textmitteilungen und sonstige seelische Unterstützungen und Ermutigungen. Meinen herzlichen Dank dafür. Wie du siehst, habe ich mein Aussehen etwas verändert. Oder besser gesagt, ich habe es etwas der Situation angepasst und nach der neunten Bestrahlung bemerkte ich, dass der Haarausfall entsprechend war und habe mich am gleichen Tag dazu entschieden, den Vorgang etwas zu beschleunigen. Zum eigentlichen Thema, die Tabletten mit dem Wirkstoff Osimertinib haben sich erledigt und wurden bereits im April abgesetzt, denn die Tumore sind weiter gewachsen. Der Grund ist, dass die Tumore mutieren und sich neues Gewebe über den alten Tumor legt und diese von außen nach innen verändert. Also somit half der Wirkstoff nicht mehr. Die Behandlung wurde auf Chemotherapie und Bestrahlung umgestellt. Ehrlich gesagt wollte ich diese Episode meiner Reihe schon vor Wochen aufnehmen, doch irgendwie hatte ich Bammel davor. Natürlich gibt es Nebenwirkungen, doch ich vertrug diese erstaunlich gut. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so gerne klage und mich auf das Endergebnis, also etwas Positives, konzentriere. Um eine persönliche und direkt auf meine Krankheit abgestimmte Chemotherapie erhalten zu können, musste ein MRT des Kopfes durchgeführt werden. Leider wollte der durchführende Arzt dieses Krankenhauses mir nicht anschließend mitteilen, auch nicht mal mit wenigen Worten, was das Ergebnis des MRTs war. Das Resultat war somit, dass ich am Tag der Einweisung ins Krankenhaus für die erste Chemotherapie, die stationär durchgeführt wurde, mir zwischen Tür und Angel gesagt wurde, dass sich neue Tumore im Kopf gebildet haben und die persönlich auf meine Krankheit hin erstellte Chemotherapie nicht durchgeführt werden kann, sondern nur die allgemeine. Außerdem wurde nach einer Ultraschalluntersuchung mir ebenso mitgeteilt, dass ich auch zwei größere Thrombosen habe. Eine befand sich unauffällig am rechten Handgelenk, was nicht zu sehen, aber zu spüren war. Die andere Thrombose war am rechten Fußgelenk bis unter das Knie und schmerzte durchaus sehr. Hierzu muss ich mir nun erstmal auf weiteres täglich eine Spritze geben gegen diese Thrombosen. Die erste Chemotherapie habe ich stationär am 27. April im Krankenhaus erhalten und blieb bis zum Folgetag, den 28. Erst nach ca. 5 Tagen bemerkte ich Übelkeit, die jedoch nicht lange anhielt und meist nach ca. 30 Minuten wieder erledigt war. Ich nahm halt etwas ein. Ich bemerkte auch ein Stechen im Kopf, was möglicherweise von den neuen Tumoren herrührt. Unter anderem hatte ich Kopfschmerzen, was ich in Verbindung mit dem starken Husten bringe. Dieser Husten ist sehr, sehr hartnäckig und durchaus zu vergleichen, als wenn ein Klumpen im Hals steckt und ich diesen wie eine Katze einen Haarknoll hochwirkt. Nur bei mir ist es eben dieser hartnäckige Schleim. Da der Husten derartig stark ist, ist dies auch mit einem Würgereiz verbunden. Ich holte mir Schleimlöser, was mir nach wenigen Tagen der Einnahme auch half. Vom Husten hatte ich sehr, sehr starke Zerrungen im Rippen- und im Bauchbereich. Später, am 31. Mai, war ich erneut im Krankenhaus wegen Atemnot, was wohl jedoch nicht von der Drainage herrührt, sondern vom Schleim im Hals. Ich wurde untersucht, bekam Medikamente und wurde am gleichen Tag auch wieder entlassen. Das Röntgenbild zeigte, dass die rechte Lunge fast frei vom Wundwasser sein sollte. Doch am 7. Juni konnte ich noch 600 ml, am 8. Juni 1200 ml und am 9. Juni 600 ml Wundwasser ablassen. Also das ist nicht gerade wenig. Zwischendurch wurde die restlichen Fäden der Drainage gezogen. Am 9. Juni war ich in der Uni zu einem Aufklärungsgespräch. Beim MRT des Kopfes wurden ja neue Tumore festgestellt. Und einige dieser Tumore waren nicht gerade klein. Es sind auch nicht gerade wenig. Das heißt also, mir wurde zu einer Bestrahlung geraten. Es wurden vorerst 15 Sitzungen festgelegt
Und das von Montag bis Freitag, also alles innerhalb von 3 Wochen. Die Strahlungswerte liegen etwas niedriger als normal. Der normale Wert einer Bestrahlung für eine derartige Behandlung liegt laut Auskunft des Arztes bei ca. 3 Gray und bei meiner Behandlung bei 2,5 je Sitzung. Bei meiner Therapie wurde das gesamte Gehirn bestrahlt. Nach dem ersten Zwischengespräch wurde mir eröffnet, dass der größere Tumor und ein paar weitere nochmals direkt bestrahlt werden müssen. Letztendlich wurden nun 14 Mal das ganze Gehirn und 4 Mal direkt die größeren Tumore bestrahlt. Insgesamt waren es also 18 Bestrahlungen. Beim ersten Termin der Strahlentherapie wurde für mich eine Maske für das MRT erstellt, sodass der Kopf bei der Strahlentherapie immer in der gleichen Position verbleibt. Dazu wird eine erwärmte Netzfolie, sage ich mal dazu, über das Gesicht gezogen, die recht schnell verhärtet. Anschließend wurde ein aktuelles Kontroll-CT für die kommende Strahlentherapie erstellt. Nach 70 Tagen oder auch 10 Wochen, kann man sagen, wie man will, wurde die Pleura-Drainage, mit der man selbst das Wundwasser ablassen kann, am 25.07.2022 gezogen. Wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Nicht zu vergessen, zeitgleich lief auch die Chemotherapie, wobei die letzte am 1. August 2022 verabreicht wurde. Und wieder habe ich eine Hürde genommen. Yes! Mein Schlusswort für heute lautet: Mein Glaube versetzt Berge. Weiteres gibt es dazu, wenn es wieder heißt, wie das Leben einen so spielt. Du siehst mich auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Facebook-Seite A Better Day Video Entertainment. Nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren und auch gerne teilen. Damit unterstützt du meinen Kanal. Ich sag mal, bis bald, bleib mir gesund, euer Norbert.